Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castle Crashers. Mein Name ist RTP und neben mir sitzt der... Hallo, ich bin Basti, ich habe letztes Mal ganz schön Müll gemacht. Oh, guck mal, hier sind die Entwickler des Spiels. Ja. Wir sollten vielleicht doch nach rechts rennen. Ich habe das Gefängnis so früh kaputt gemacht. Edit war ganz wütend auf mich. Ja. Ich war so wütend, ich habe sogar meine Mische weggeschüttelt. Ja. Weil ich dachte, ey, so trinke ich nicht mit dir. Oh... Sweet Caroline! Alarm! 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 Das hast du mir noch gar nicht angesehen. Du hast es mir aber erzählt. Alarm! Ich nehme die rechte Seite, die linke, und du nimmst die rechte. Nichts lieber als das, Digga. Ich hau sie dann mal alle. Ja, du haust sie alle zu mir rüber, du Arsch! Ja, warte, das kann ich auch. Was du kannst, hab ich erfunden. Glaub ich zumindest. Ich hab Blaulicht im Pimmel. Das hat er nicht gesagt. Weißt du, man könnte auch meinen, dass ich einfach nur übelst der Scheiß-Opa bin hier. Aber eigentlich bin ich der König. Das vergessen viele. Hannes und ich hatten mal zusammen Let's Player gesehen, der ist, ein 80-jähriger Opi oder sowas. Wo habt ihr ihn denn getroffen? Auf YouTube. Achso. Ins Becken. Ah, das klingt schon besser. Schön in die neue Hüfte. Aber natürlich. Ich hatte ihn auch sogar kurze Zeit mal abonniert, aber gedacht, nee, das ist irgendwie langweilig. Was hat er denn gespielt? Don't Starve. Durch Don't Starve sind wir auf ihn gekommen. Du bist. Weil wenn es kaputt geht, der muss anfangen mit der Mische trinken. Endlich. So. Und wer als letztes ankommt, muss wieder trinken, würde ich sagen. Ob der das Kolle-Training macht? Aber natürlich, das Kolle-Programm. Das Kolle-Programm. Ah. Komm, dafür gleich mal ein Like. Oh, scheiße. Wir sind da übelst an den Club hängen geblieben. Achso. Fuck! Das hat Zeit gekostet. Hey, Baby, willst du mal meine Zeit kosten? Oh, schmeckt dir gut. Danke. Ich wünschte, meine Zeit würde so schmecken. Jetzt hältst du mich hier auf! Nein, das kann nicht sein! Nein! Hallo! Ich bin doch mal... Guck doch mal an, ich verrecke hier! Oh. Ah. Wie jetzt? Wir waren zu langsam. Und somit endet das Abenteuer von Lumpy und Opi Lumpy. Ich war mal vor dir. Ja, du bist vor mir gestorben. Du Schlingel. Oh. Hallihallo, Hallöchen. Willkommen zurück. Hey, ganz böse. Wie bitte ganz böse. Sinnlos im Weltall. Okay. Du kennst den Plan. Ja, ich nehme die auf der rechten Seite. Weil ich damals im Krieg Aua. Auf der rechten Seite gekämpft habe. Hey! Das weißt du nicht! Du Kleine! Ich wollte es nicht aussprechen, du sprichst es wieder aus. Ich versuche, dass meine Let's Plays jugendfreier werden. Warte, meinst du damit, ist irgendwie weniger junge Leute zugucken oder dass mehr junge Leute zugucken? Na, eigentlich wollte ich, dass dass die Jugend freier werden. Weißt du, bei mir gab's. Sorry, war schlecht. Ey, der war nicht mal schlecht. Der war echt nicht schlecht, das kleine Wortspiel. So ist es. Meine Let's Plays jugendfreier werden, damit die Jugend freier werden. Ja, das ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Mr. Dudley, war nicht schlecht. Ja. Hat er gesagt, sagt er. Da kannst du nur auf deiner Wolke rumtanzen. Tatsächlich. Ja, guck mal, da kommt jetzt wieder Kolle. Kolle der Boss. Kolle der Boss. Ich hab die Giraffe vorm Gesicht. Kolle der Boss auch. Da siehst du, jetzt vorm Gesicht. Ich bin der Giraffenkönig. Ich bin der Giraffenkönig!
bitte jetzt. Es ist immer so eine blöde Stelle hier jetzt, ja? Ja. Alter! Ja, ganz blöde Stelle ist das. Ohne einen Treffer vor allem. Ja, das haben wir gut durch. Das haben wir auch noch nicht geschafft. Sauber. Das war's mal mit dir. Du darfst wieder trinken, komplett. Egal, ich gehöre jetzt hier zu. Was? Trinken, Kumpel, das war doch das Ding wert. Achso, ja, ich trinke in der Aufnahmepause. Weil jetzt haben wir hier Lama. Oder Dromedare, haben wir nur einen vergangen. Jetzt kommt er hier mit seinem fetten Wissen. Ich bin ein Dromedar. Da hinten ist eine Granate. Du bist eine Granate. Im Bett? Oh ja. Okay, das war gar nicht so nett. Wieso? Ich weiß nicht. Das klang gerade so fett. Ich bin ehrlich, ich bin schneller, wenn ich so mache. Weißt du, was mal passiert ist? Ich hab mich mal mit Hannes unterhalten. Über. Und dann habe ich ihn was gefragt und dann, als er geantwortet hat, hat er nur das gemacht. Voll in mein Gesicht. Ja, das ist Hannes. Kannst du fragen? Das war ein richtiger kleiner Speichelball. Dann hat er noch mich ausgelacht, weil er mich übelst an der Wange getroffen hat. Naja, wenn er dir ins Gesicht spucken wollte, dann ist es schon klar, dass er dich auf deiner Wange... Na, ich glaube, er wollte es nicht. Es ist einfach passiert. Und dann fand er es aber gut, dass es passiert ist. Manche wollten nicht fremdgehen, es ist einfach passiert. Alles klar. Kann ja mal passieren. Wieso fremdgehen? Spuckt er sonst dir ins Gesicht? Ja. Also. Beim Fremdgehen spuckt man noch ins Gesicht, dann spuckt man ja nur seiner eigenen Freundin ins Gesicht. So stimmt. Spuckt man mal einer fremden Frau ins Gesicht. Tatsächlich, ja, ja. Das stimmt allerdings. Ihr könnt ja die Jugend auch mal bilden, aufklären und so. Wollt's doch vorhin. Fremdgehen bedeutet nichts anderes als einer anderen Frau ins Gesicht spucken. Eigentlich spuckt man ja nur seiner eigenen Frau ins Gesicht, aber... Was mache ich denn? Warum lässt du das zu? Warum lässt du das zu, dass ich, gerade ich, die Jugend hier aufklären will? Ich, der immer sagt, ich bin keine Vorbildfunktion. Du hast keine Vorbildfunktion. Ich habe keine Vorbildfunktion. Ja, du hast gerade gesagt, du bist keine Vorbildfunktion. Ich bin ja auch keine Vorbildfunktion. Ja, aber du hast keine Vorbildfunktion. Ja, das habe ich auch nicht, aber ich bin auch keine. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Allerdings bist du auch keine Wolke. Ja, das stimmt. Und kein Dromedar und kein Kaktus. Sich sehr kleiner Kaktus. Ja. Die Tausend noch mal an. Oh mein Gott. Auf der Veranda liegt der. Die Tausend noch in der Veranda. Nicht, wollte ich nicht unterbrechen, weil... Ich weiß nicht. Das war ein schöner Redefluss. Genau. Das ich rede Stuss. Ich rede Stuss zu meinem Redefluss. Gib dir den Negerkuss. Ein Dickmann. Ja, wir sagen nicht mehr Negerkuss. Das heißt jetzt Mohrenkopf. Das heißt jetzt dicke Nüsse. Ich darf das sagen, ich bin alt. Ich komme aus der anderen. Hast du gesehen, wie ich den Volley genommen habe? Nee. Da. Oh. Gib mir Volley. Ich nehme dir Volley. Zebra. Ja. Danke fürs Zuschlagen. Okay. Wir können ja schon mal ein bisschen üben, ne? Ja. Ja, gleich Volleyball teilen. Hau mir rüber, Kumpel! Oh, nochmal! Nochmal! Schamal! Schamal, was ist los hier? Hast du gesehen, wie das geht? Ja. Ich wollte sagen, jetzt will ich es mit zweien probieren. Oh, eine Katze. Die guckt aber grimmig. Ich hasse es hier. Ich will gucken, ob man das mit Zweien auch hinkriegt. Von Zweier was gleichzeitig jetzt? So hochschlagen kann die ganze Zeit. Ja? Ja? Ja, oh, Mann, halte ich nicht lange aus. Balancieren, der... Halte ich nicht lange aus. Das ist die Qual. Ja, hallo, zwei Frauen gleichzeitig, das kann schon quälerisch sein. Oder wählerisch. Das ist schon einiges, worüber man nachdenken muss. Ja. Bevor man handelt. Hey, hau da bloß keine Bombe hin, könnte sein, da was drin da, oh. Okay.
Oh, eine Nizi! Hey, hau da bloß keine Bombe hin, das könnte sein, dass da was dahinter ist. Was macht die Nizi? Ich weiß es nicht. Egal, ich hab sie jetzt. Besuch mich für Tierinfos! Besuch mich für Tierinfos! Ja, gerne! Wenn ich nicht gerade Kinderpornos gucke, gucke ich Tierpornos. Ich bin eins, ich darf das! Und ich bin König! Man muss dazu sagen, das meint er natürlich nicht. In meinem Alter habe ich viele sexuelle Vorlieben entwickelt. Viele verschiedene. Ja. Da kann nicht jeder vor mitgehen, aber ich stehe dazu. LDP, da wo noch Zuschauen sinnlos ist. Zuschauen ist zwecklos. Alter, jetzt stirb doch mal. Danke. Heißt das, dass das keinen Swag hat, oder? Ich kann ja nicht jede Folge den Swag aufdrehen. Nicht? Alter, überleg doch mal, was das für ein kranker Schissel wäre. Die anderen YouTuber würden gar keine Aufrufe mehr kriegen. Das stimmt. Das kann ich nicht machen. Dann würde ein Aufruf zur Revolution kommen, weil da die ganzen YouTube-Aufrufe close. Richtig. Deswegen kann ich nicht jeder Folge den Swag aufdrehen. Das wäre zwecklos. Gegen mich dann anzukämpfen. Das stimmt, ja. Aber LTTP hat recht. Der Opa hier hat nur Spaß gemacht. Er steht gar nicht auf Tierpornos. Nee, er steht auf ganz normale alte Frauen. Das ist ja noch besser. Ich bin alt! Ich darf auch alte Frauen. Warte mal, hab ich gerade gesagt? Das klang so sarkastisch irgendwie. Nee, der steht da bestimmt echt drauf. Nee, ich meine gerade, meine Aussage klang so sarkastisch. Ich hab ihn! Klang gerade so ein bisschen wie Hannes. Oder? Fand ich nicht. Hab ihn! Fragst am besten Hannes. Hannes! Der weiß ja, wie er klingt. Wie klingst du? Du Schüssen. Ja, nein. Das war vermutlich. Schön, dass wir Hannes immer hier hinten sitzen haben, ja. Unseren Aufnahme, Hannes. Unseren aufnahmefähigen Hannes. Er kann so viel aufnehmen, das ist unglaublich. Hab ich gerade mit einem Schlag 108 Schaden gemacht? Ja. Okay, ich hab anscheinend doch den Swag. Bam! Ich kann das die ganze Nacht machen. Wir machen das die ganze Nacht so weiter. Unsere Tiere sehen irgendwie hirntot aus. So total. Vor allem die Katze. Ja. Sehen alle nicht gesund aus, so die Tiere. Ich weiß auch nicht. Oh, dieser scheiß Balken hier. Warte, ich hüpf mal hier. Dieser Pornobalken, ey. Dann haben die Leute wenigstens was zu gucken. Dieser blöde Pornobalken. Wieso Pornobalken? Ich weiß nicht. Ist ja nicht, als ob wir hinter Wumsen. Oh, ich glaube, ich komme. Warte mal. Was ist hier? Hier ist doch was. Das sehe ich doch. In der Zeit kann ich mich ja heilen. Oh, ein Schwert. Ein krumm Säbel. Will ich nicht. Das ist aber sehr krumm. Sieht aus wie ein Zehennagel. Die drehen hier krumme Dinger. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, wenn ich jetzt hier die ganzen Gegner fertig mache, könnte ich ein Level aufsteigen. Okay, dann will ich dich daran nicht hindern. Zieh raus in die Welt! Habe Geschlechtsverkehr mit möglichst vielen Frauen! Yeah! Ja! König! Ich bin König! Ich bin König! Das ist wie dieser Werner-Film. Komm, wir machen Flachkörper. Ich bin heute König. Ja. Alter! Ja, die machen so einen Herr-der-Ringe-Schall. Einfach feine Baume. Feine Counten. Feine Counten. Jetzt kannst du keinen glauben. Ich verkaufe nur feine Trauben. Oder reife Frauen. Oh, reife Frauen. Wie, König? Darüber freust du dich nicht, wenn ich reife Frauen verkaufe? Nee. Warum nicht? Ich gebe ungern Geld für etwas aus, was ich zu Hause umsonst kriege. Von deinen Töchtern? Ja! Die sind da, glaube ich, nicht so reif. Ich habe ein paar Probleme. In der Familie. Nee, nur ich.
Alter, wir sind schon im... Oh, jetzt, ja, jetzt geht's los. Haben wir denn noch Zeit für das Volleyball-Match? Ich hoffe doch. Wir können ja mal kurz warten. Ah, klar, das geht. Finale! Oh! Das ist alles nur geklaut. Oh, oh, hey, oh, hey, oh. Das macht alles gar keinen Sinn. Oh, hey, oh. Oh, da ist es. Okay, und... Ich hab dafür einen Punkt gekriegt. Ja! Punkt für die Visitor! Das hättest du gerade dafür zwei Punkte. Ich habe jetzt drei Punkte gekriegt für ihren Aufschlag. Noch einen Punkt gekriegt dafür. Wir gewinnen das Ding! Oh nein! Das wird echt was. Ja! Oh, warte, was kriegen wir jetzt? Eine Karte! Oh, das ist wunderschön! Ich wollte schon immer eine Karte. Ich wollte auch schon immer mal eine Karte haben. Ah, schreibt in die Kommentare, was ihr schon immer wolltet. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt AddedLT oder was wie AddedLT? AddedLT? AddedLT hast du gerade gesagt, Alter. Alter, lass mal Tee trinken. Lass mal Tee trinken. Bis zum nächsten Mal!